أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين In 3 Tagen ist der 23. März. Das ist der Tag, an dem der verheißene Messias salatu wassalam das treue Gelübde annahm und das Bet begann und so die offizielle Grundlage der Ahmadiyya Muslim Jamaat mit seinem Anspruch des verheißenen Messias zu sein begann. In der Jamaat wird dieser Tag als Tag des verheißenen Messias, als Yawm al-Masih al-Maut gefeiert und es finden auch verschiedene Versammlungen dazu statt. Es wird über den Sinn und Zweck der Ankunft des verheißenen Messias al-Islam referiert. Deswegen werde ich darüber berichten, auch wenn es noch 3 Tage sind bis dahin. Aber da der nächste Freitag dann nach diesem Tag sein wird, werde ich nun dazu referieren und einige Zitate vorlegen. Es wird in vielen Ländern wahrscheinlich aufgrund des Virus nicht möglich sein, Versammlungen durchzuführen, Jalsas durchzuführen. Deswegen wird es diese Freitagsansprache geben und darüber hinaus auch auf MTA verschiedene Programme geben und jeder Ahmadi sollte zu Hause sich diese Programme anhören mit seinen Kindern. Der verheißene Messias, alayhi salatu wassalam, hat in Anhängerschaft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam unter seiner Führung und unter ihm die Aufgabe übernommen, die Welt zu reformieren. Der verheißene Messias al-Islam sagt, ich lobpreise den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sende Segensgebete auf ihn, weil es seine Segnung und sein Segen ist, aufgrund dessen diese Gemeinde gegründet wurde und aufgrund dessen uns diese Unterstützung gewährt wurde. Er sagt weiter, ich sage ganz offen und deutlich, und das ist auch meine Lehre und mein Glaube, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam derjenige ist, ohne dessen Gehorsam und kein Mensch niemals einen spirituellen Segen erlangen kann. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam empfing den Segen, den spirituellen Segen durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, woraufhin Allah ihn zur Reform der Menschheit sandte, um die wahre große Majestät des Islam in der Welt wieder zu etablieren. Der verheißene Messias al-Islam sagt an einer Stelle, Gott hat mich gesandt, damit ich die Schöpfung reformiere. Über seine Ankunft sagt der verheißene Messias al-Islam weiter, ich werde dies immer wieder wiederholen und ich kann nicht aufhören, dies zu wiederholen, dass ich derjenige bin, der
zur rechten Zeit gekommen ist, um die Menschen zu reformieren und den Glauben in den Herzen zu etablieren. Ich wurde gesandt wie derjenige Messias, der nach Moses geschickt wurde, der Schmerzen empfing und Leid empfing und dann zu Gott zurückkehrte. Dann sagt der verheißene Messias, al-Islam, derjenige verheißene Messias, dessen Ankunft der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorhergesagt hatte, er ist zur rechten Zeit gekommen. Der verheißene Messias al-Islam sagt: O ihr Brüder, für Gott, ihr sollt nicht euren Zwang ausüben und irre gehen. Es war wichtig, dass ich geschickt werde, damit ihr reformiert werdet. Wenn ihr vorher schon auf dem rechten Weg wäret, dann gäbe es keinen Grund für mich zu kommen. Ich habe bereits gesagt, ich bin gekommen als Sohn der Maria für diese Umma. Ich bin genauso gekommen wie Jesus, Sohn der Maria, um die Juden zu reformieren. Deswegen bin ich ein Vergleich und ein Gleichnis des Jesus. Ich habe eine ähnliche Aufgabe bekommen wie der Messias. Der Messias, also Jesus, kam, um die Juden auf ihre Fehler hinzuweisen und sie davon zu befreien. Und einer seiner Gründe war, einer dieser Fehler war, dass die Juden auf den Propheten Elias warteten, genauso wie heute die Muslime den Messias, den Sohn der Maria, den Propheten Gottes, erwarten. Und der Messias sagte, Elias wird nun nicht kommen, sondern Yahya, Johannes der Täufer, ist der Sohn von Zacharia und er ist der Elias. Wer daran glaubt, soll glauben. Ich habe euch die Wahrheit offenbart. Genauso wird auch sein ihm gleichender Messias sein, der Messias, der in seinem Gleichnis gekommen ist. Ist das nicht ein schönes Gleichnis? Das ist auch nicht nur für die Muslime, sondern der verheißene Messias, salatu wassalam, hat jedem Volk den Sinn und Zweck seiner Ankunft deutlich gemacht. So sagt der verheißene Messias, salatu wassalam, an einer Stelle: Es muss klar sein, dass ich von Gott in dieser Zeit gekommen bin, nicht bloß um die Muslime zu reformieren, sondern die Muslime, die Hindus, die Christen, alle drei zu reformieren. Genauso wie Gott mich als den verheißenen Messias für Muslime und Christen geschickt hat, so bin ich für die Hindus ein Avatar. Und seit 20 Jahren bin ich dabei, dies klar zu machen, dass ich gekommen bin, um jene Irrwege zu die Menschen davon zu befreien, und ich bin genauso ein Messias, wie ich Raja Krishan bin, ein großer Avatar der Hindus, ein Heiliger der Hindus. Ich bin also spirituell gesehen der Gleiche, das sage ich nicht aus eigenem Gutdünken, sondern der Gott der Himmel und der Erde hat dies mir offenbart. Nicht einmal, sondern mehrmals zu mir gesprochen, du bist für die Hindus der Krishna, und für die Muslime und Christen der verheißene Messias. Ich weiß, dass die unwissenden Menschen, die ignoranten Muslime, sofort sagen werden, dass er ein Ungläubiger ist, weil er sich selbst als ein Kafir bezeichnet, indem er sich ihm gleichsetzt. Aber das ist die Offenbarung Gottes und ich kann nicht leben, ohne die Offenbarung Gottes euch zu zeigen. Diejenigen, die von Gott kommen, haben keine Angst vor den Menschen, die ihm etwas vorwerfen. Das sagte er in seinem Vortrag von Sialkot, wo der verheißene Messias al-Islam diese Rede vor einer großen Menschenmenge von Muslimen und Hindus hielt.
Über den Sinn und Zweck seiner Ankunft sprechend, sagt der verheißene Messias al-Islam weiter, dass der Mensch Gott widerspricht, ihm nicht gehorcht und so zu einem Sündigen wird. Wenn ein kleiner Soldat seinem Offizier nicht gehorcht, dann gilt er gleich als ein Verräter und bekommt seine Strafe. Wenn das der Zustand auf der Welt ist, wie groß muss dann die Sünde sein, um den Herren aller Herren zu widersprechen und ihm nicht zu gehorchen? Gott hat zur rechten Zeit, in einer Zeit, wo die Menschen irre gegangen waren, einen Menschen geschickt, damit er die Menschen reformiert, zur Rechtleitung schickt. Seine Lehre unter den Füßen zu unterdrücken, ist eine Sünde. Ihr könnt ohne den Willen Gottes keine Rechtleitung erlangen. Ihr könnt nicht besser wissen als Gott. Gottes Weisheit ist überlegen der eurer. Wenn im Islam eine Person zu einem Abtrünnigen wurde in jener Zeit, da waren die Menschen aufgebracht und heute gibt es hunderttausende Abtrünnige und niemand kümmert sich darum. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, eine solche reine Religion wie der Islam wurde so sehr angegriffen, dass tausende, hunderttausende Bücher mit Beschimpfungen gegen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam geschrieben wurde. Es gibt Zeitschriften mit einer Auflage von Millionen, die gegen den Islam publiziert werden. Wenn man all das versammeln würde, wäre das ein großer Berg. Und der Zustand der Muslime ist, dass sie überhaupt kein Leben besitzen. Sie alle sind tot. Wenn Gott nun auch ruhig bleiben würde, was würde dann geschehen? Ein Angriff Gottes ist größer als tausende Angriffe der Menschen und alles würde zerstört werden. Die Christen sind seit 1900 Jahren dabei zu schreien, dass Jesus Gott ist und die Muslime helfen ihnen dabei. Die Waffe, die die Christen besitzen, ist, dass Jesus lebendig sei und euer Prophet sallallahu alaihi wasallam tot sei. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, in Lahore hat der Erzbischof genau das als Argument gebracht und kein Muslim konnte ihm antworten. Aber in unserer Jamaat gibt es Mufti Muhammad Sadiq Sahib, der dort anwesend war. Er stand auf und belegte aus dem Heiligen Koran, den Ahadith, der Geschichte, den Evangelien. Er bewies, dass der Jesus gestorben sei und unser heiliger Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebendig ist. Und zwar auf eine Weise, dass von ihm Segnungen empfangen werden können und es Menschen gibt, die Wunder erbringen aufgrund seiner Segnung. Und er hatte keine Antwort, der Erzbischof, darauf. Dann sagte verheißene Messias al-Islam, einmal habe ich in Ludhiana eine Flugschrift verbreitet und gesagt, den Christen gesagt, es gibt nur wenig Unterschiede zwischen uns. Ich sagte den Muslimen, ihr sollt nur sagen, dass Jesus gestorben ist. Sie sagten, wenn wir das sagen, die Christen antworteten darauf, wenn wir annehmen würden, dass Jesus gestorben ist, gäbe es keinen einzigen Christen mehr. Schaut, sagte der verheißene Messias al-Islam, Gott ist der Allmächtige und der Allweise. Er kann die Feinde vernichten. Warum? Er hat uns eine Waffe gegeben, mit dem unsere Feinde vernichtet werden können, nämlich mit diesem Argument. Warum verwehren sich die Muslime dessen? Ihr sollt nicht auf der falschen Fährte gehen und nicht eine Sache tun, die dem Islam Schaden zufügt. Gott hat keinen Makel und ihr könnt das Kreuz nicht brechen, ohne an dieses Argument zu glauben. An einer anderen Stelle sagt der verheißene Messias al-Islam, jene Arbeit und Aufgabe, für die Gott mich gesandt hat, lautet, dass ich die Entfernung, die zwischen Gott und dem Schöpfer und der Schöpfung vorherrscht, diese überwinde und wieder eine Bindung der Liebe herstelle und die kriegerischen Auseinandersetzungen der Religionen beende und Frieden schaffe und jene religiösen Wahrheiten, die dem Auge der Welt nicht mehr offenbar sind,
wiederbelebe und zeige und jene Spiritualität, die aufgrund egoistischer, niederer Triebe weggegangen ist, ein weiteres Mal belebe und ein Vorbild zeige und jene Kräfte, die in den Menschen schlummern und mit denen er durch Gebete und Aufmerksamkeit zeigt, und zwar durch seinen Zustand, nicht nur durch seine Worte, dass ich diesen Zustand zeige. Und am meisten besteht die Aufgabe darin, dass ich jene Gotteseinheit, die leuchtet und frei ist vor jeglichem Götzendienst, die es heute nicht mehr vorzufinden gibt, ein weiteres Mal etabliere in der Welt und in dem Volk, einen Baum der Gotteseinheit sähe. Das wird nicht durch mich geschehen, sondern durch die Kraft jenes Gottes, welcher der Gott der Himmel und der Erde ist. Ich sehe, dass Gott auf der einen Seite mich selbst erzogen hat und mir seine Offenbarung gewährt hat und in meinem Herzen die Leidenschaft geweckt hat, eine solche Reform zu bewältigen. Und auf der anderen Seite sehe ich, dass er auch solche Herzen vorbereitet hat, die bereit sind, meine Dinge, die ich sage, zu akzeptieren. Und ich sehe, dass seitdem Gott mich geschickt hat, in der Welt es eine Revolution gibt, die vonstatten geht. Das ist aus dem Vortrag von Lahore entnommen. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam und erläutert, wie Allah seine Barmherzigkeit zeigt und die Menschen beschützt und seine Propheten schickt, seine Reformer schickt. Der verheißene Messias al-Islam sagt, das Gesetz seither von Gott ist, dass wann auch immer Welt ein Übel kommt, eine Barmherzigkeit Gottes auch kommt, um diese zu beseitigen. Genauso wie es Hunger gab und Gott durch Regen seine Barmherzigkeit schickt. Und wenn durch eine Seuche hunderttausende Menschen sterben, dann schickt er einen Wind seiner Barmherzigkeit oder ein Medikament. Und wenn das Volk in den Fängen eines Tyrannen ist, dann kommt ein gerechter Herrscher und befreit sie davon. Genauso, wenn die Menschen den Weg Gottes vergessen und die Wahrheit vergessen, dann schickt Allah einen Menschen von sich aus mit einer großen Weitsicht und stattet ihn mit seinem Wort aus, um die Menschen zu reformieren, damit er sie befreit vor den üblen Dingen, die ihnen anheimgefallen sind. Die Wahrheit ist, dass der Schöpfer, welcher der Erhalter des ganzen Universums ist und jegliches Leben gewährt und alles erhält, was es gibt, dass er kein Wesen vor seiner Eigenschaft der Erhaltung außen vor lässt und jedem Wesen hilft. Alles, was existiert, wird durch ihn gefordert und gefördert. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam an einer anderen Stelle, jener Mensch ist sehr gesegnet, dessen Herz rein ist und er die Herrschaft und Majestät Gottes wünscht. Denn Allah, wenn er diese akzeptiert, denn Allah akzeptiert ihn. Diejenigen, die mich nicht akzeptieren, sie werden vor Gott gestellt werden. Er kennt unsere Herzen und die derjenigen, die das tun. Wer ist es, der für Gott betet, der Gott anbetet? Und ihr sollt wissen, dass die Spiritualität nur dann Einzug erhält, wenn eure Herzen rein sind. Wenn die Herzen rein werden, dann werdet ihr eine Kraft empfangen, durch die ihr voranschreiten könnt und jegliche Mittel empfangen könnt und euch weiterentwickeln könnt. Schaut auf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war alleine und sagte, o ihr Menschen,
Wer hätte gedacht, dass ein Mensch, der allein ist, einen solchen Anspruch erheben kann und erfolgreich sein kann, der ganz alleine steht? Er empfing so viele Schwierigkeiten, wie wir sie nicht zu einem Tausendstel bekommen haben. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, indem er die ganze Welt anspricht: Unsere letzte Botschaft an euch ist, dass ihr euren Glauben beschützen sollt. Ihr sollt nicht Hochmut zeigen und vor Gott Frevler sein. Gott hat auf euch geschaut zu einer Zeit, die sehr wichtig war. Ihr sollt also versuchen und arbeiten, damit ihr jegliche Glückseligkeiten empfanget. Gott sah vom Himmel, dass derjenige, dem Ehre gewährt wurde, dass ihm Ehre weggenommen wurde. Und jener Prophet, der beste Prophet war, beschimpft wurde. Er wurde beleidigt und ihm wurde verleumdet und er wurde mit schlechten Dingen benannt und sein Buch wurde mit Beleidigungen übersät. Aber er erfüllte sein Versprechen gemäß dem Vers Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Wahrlich, wir haben diesen Koran niedergesandt und wir werden ihn beschützen. Heute ist der Tag, an dem dieses Versprechen in Erfüllung geht. Er hat gezeigt, dass diese Gemeinde, die gegründet wurde, seine Gemeinde ist. Haben eure Augen denn nicht gesehen? Jene Zeichen, die Zeichen Gottes waren, habt ihr das nicht gesehen? Gab es vorher diese Zeichen, die es heute gibt? Gott ist wie ein Ringer in den Ring gestiegen und hat für euch gekämpft und ist siegreich hervorgegangen. Auch die Schlacht mit Atam war ein Ringen. Wo ist heute Atam? Er ist zu Staub gegangen. Gemäß der Bedingung, die in der Offenbarung vorhanden war, wurde ihm Aufschub gewährt. Und genau gemäß dieser Offenbarung wurde er zerstört. Dann war das zweite Ringen um Lekram. Und hört und schaut, wie Gott da gewann. Ihr habt durch eure eigenen Augen gesehen, wie er starb. Genauso wie es prophezeit wurde, wie er sterben wird. All dies geschah genauso, alle Zeichen wurden erfüllt. Gottes glorreiche Zeichen gingen in Erfüllung und ein ganzes Volk weinte. Habt ihr so etwas schon mal gesehen? So eine Herrlichkeit schon einmal beobachtet? Habt ihr zuvor gesehen, dass ihr durch eine solche glorreiche Art und Weise Gottes Zeichen in Erfüllung gesehen habt? O, ihr Kinder der Muslime, ihr sollt nicht Gottes Arbeit entweihen. Dann gab es ein drittes Ringen, in welchem Allah auch den Islam siegreich hervorgehen ließ und euch seine Zeichen zeigte, indem er seinem Menschen zuvor sagte, dass sein Buch, sein Artikel gewinnen wird. Und genauso geschah es in der Jalsa. Und aufgrund dieses Artikels und dieses Buches wurden alle Teilnehmer in Erstaunen versetzt. War das etwa die Aufgabe eines anderen als Gott? Der verheißene Messias redet von der Jalsa, in dem sein Buch Die Philosophie der Lehren des Islams vorgetragen wurde und dem verheißene Messias al-Islam durch Gott bereits prophezeit wurde, dass sein Buch, sein Vortrag der beste sein wird und die ganze Versammlung dies akzeptieren musste, dass dies der erfolgreichste Vortrag war. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, das vierte Ringen war das Ringen mit Dr. Clark, wo alle Arier, Hindus und alle Muslime sich verbündet hatten, um mich des Mordes zu bezichtigen. Und Gott sagte mir, dass sie erfolglos bleiben werden. Und ich sagte, ich gab diese Prophezeiung weiter und diese wurde erfüllt. Die fünfte Prophezeiung war über den Menschen und über die Menschen, die den Heiligen Koran verleugneten und beleidigten und
mich aufforderten, zu zeigen, dass der Islam wahrhaft ist. Und Gott zeigte ihnen dieses Zeichen, Ahmed Beg Aziz, derjenige, der dieses Zeichen verlangte. Ich prophezeite, dass er innerhalb von 3 Jahren versterben wird. Und so geschah dies auch. Innerhalb der Zeit, damit jeder weiß, was die Strafe eines Übeltäters ist. Der verheißte Messias al-Islam warnte also die Welt, nicht mit ihm zu streiten, der von Gott gekommen ist. Wenn Gott ihn geschickt hat, dann zeigt er auch Zeichen Gottes. Der verheißene Messias al-Islam sagte: Gott hat mich voller Herrlichkeit gesagt, in der Welt ist ein Warner gekommen, aber die Welt hat ihn nicht akzeptiert. Aber Gott wird ihn akzeptieren und seine Wahrheit der ganzen Welt zeigen. Heute gibt es mehr als 200 Länder, in denen die Jamaat-e-Ahmadiyya verbreitet ist. Und die ganze Jamaat prophezeit, die ganze Jamaat ist Zeuge davon, dass die Prophezeiungen des Verheißten Messias al-Islam in Erfüllung gegangen sind. Möge Allah uns allen auch die Kraft geben, die Mission des Verheißten Messias al-Islam zum Erfolg zu bringen. Möge er unseren Glauben stärken, unsere Überzeugung stärken und uns die Kraft geben, unseren Verantwortungen gerecht zu werden. Ich möchte nun über die heutige Seuche etwas sagen. Die weltlichen Menschen, die Analysten, was sie dazu sagen. Philip Johnston von Daily Telegraph schreibt am 18. März 2020, dass in Netflix und anderen Plattformen berichtet wird, dass es einen Film gab von 2011, der sehr erfolgreich ist, nämlich Contagion. Und in dieser Geschichte gab es ein Virus, welches verbreitet wurde. Und trotz des Versuches, dieses Virus zu kontrollieren, ist die Wirtschaft zusammengebrochen. Und es heißt, wie nach dem Impfstoff gesucht wurde. Und er schreibt: Ich überlege und denke nach, dass wir diese Filme uns ansehen und diese interessieren uns. Vielleicht liegt es daran, dass wir so viele Fortschritte in der Welt gemacht haben, und das ist das Resultat davon, weswegen viele von uns glauben und denken, dass dieser Fortschritt immer bleiben wird. Das ist sehr erstaunlich, sagte er. Innerhalb von 2 Wochen haben wir gesehen, dass unsere Welt kaputt gegangen ist. Und er schreibt weiter: All unsere Absichten und all unsere Hoffnungen über die Zukunft sind verloren gegangen. Und er sagt, der nukleare Krieg und die wirtschaftlichen Krisen, die wir vor uns hatten, haben wir uns nicht ausgemalt, dass diese Seuche einen Impact haben wird. Trotzdem gehen die Leute in Kinos und Partys und Restaurants. Und er sagt, dass das unsere Welt war, aber heutzutage dürfen wir das nicht mehr machen und können wir das nicht mehr machen. Uns ist nicht mehr erlaubt, dies zu machen. Und er sagt, viele von uns, die meisten von uns, haben den Zweiten Weltkrieg nicht gesehen. Wir haben immer nur Wohlstand gesehen, wir haben immer nur Hoffnung gesehen. Und unsere Generationen kennen dies nicht. Die vergangenen Generationen haben den Krieg gesehen. Und er sagt, ich hoffe, dass die Wissenschaft einen Impfstoff entwickeln wird und uns schützen wird. Vielleicht wird dies auch passieren. Und er sagt, dass in Seattle in den USA einige Experimente gemacht wurden in der Hinsicht. Aber er sagt, die schlechte Nachricht ist, dass es Monate dauern wird, um zu erfahren, ob dieser Impfstoff überhaupt wirken wird. Und er sagt, dass in der ganzen Geschichte niemals die Menschen einen solchen Zustand mitgemacht haben. Und wenn es in der Welt solche Zustände gab, hat man an den Glauben gesucht und Gott gefunden. Und er sagt,
dass man in dieser Zeit seinen Glauben findet und um einen Sinn zu bekommen. Diejenigen, die keinen Glauben haben, Atheisten, schützen sich, indem sie sich eine säkulare Welt aufbauen, die dies erklären soll. Das ist der Versuch, vernünftig zu gelten seitens der Atheisten. Und sie denken, dass sie durch menschliche Bemühungen die Natur bezwingen können. Und sie verbinden dies nicht mit dem Schicksal, mit der Vorherbestimmung Gottes. Und er sagt, ich habe viele Menschen gehört, die sagen, dass alles wieder gut sein wird, weil die Wissenschaftler irgendeine Lösung finden werden, ob es der Klimawandel ist oder ob es eine Seuche ist. Wir werden bald sehen, ob wir so eine solche Hoffnung haben dürfen oder nicht. Wenn dies nicht der Fall ist, dann sagt er, weil er ein weltlicher Mensch ist, dann werde ich vielleicht zur Kirche zurückgehen. Noch habe ich keine Bindung zu Gott, aber es scheint, dass ich zur Kirche zurückgehen muss. Wenn die Wissenschaftler nicht erfolgreich sein werden, dann müssen wir darüber nachdenken, dass wir zurück zur Kirche gehen und zur Religion gehen. Dieses Virus hat also die Welt dazu veranlasst, darüber nachzudenken, zu Gott zu finden. Aber der wahre Gott und der lebendige Gott ist nur der Gott des Islam, der den Weg zu sich selbst gezeigt hat. Diejenigen, die einen Schritt auf ihn zugehen, er geht auf sie mehrere Schritte zu und hält sie an den Händen. Er gewährt ihnen Zuflucht. In diesem Zustand, in dieser Zeit, sollten wir uns selbst auch schützen und reformieren. Wir sollten uns reformieren und auch die ganze Welt reformieren und Tabligh machen und den Islam verbreiten. Und jeder Ahmadi sollte versuchen, der Welt zu zeigen, wenn ihr gerettet werden wollt, dann solltet ihr Gott erkennen. Ihr solltet euren Schöpfer erkennen, wenn ihr überleben wollt. Denn er ist derjenige, der euch im Jenseits das richtige Leben geben wird. Ihr sollt ihm niemanden gleichstellen und ihr sollt die Schöpfung, die Rechte der Schöpfung beachten. Das ist der Versuch, den wir immer machen sollten. Möge Allah uns allen die Kraft dazu geben. Diese Seuchen, das sagen auch die weltlichen Menschen, werden immer wachsen. Und diese Prüfungen. Deswegen sollten wir viel dafür tun, auch selbst Gott zu finden und auch der Welt zu zeigen, dass das Jenseits das richtige Leben ist, für das wir arbeiten sollten und uns um Gott bemühen sollten. Darüber möchte ich auch einen Experten zitieren. Am 6. März hat er in The Times geschrieben, ein Experte. Er sagt, dass es die Gefahr besteht, dass diese Viren mutieren zu anderen Viren und ein neues Coronavirus kommen wird. Und er sagt, dass alle 3 Jahre eine weitere Krankheit kommen kann. In Bloomberg gab es auch einen Artikel. Bloomberg sagt, dass die Wissenschaftler vielleicht das Coronavirus an sich bekämpfen können, aber dieser Krieg, das ist eine Schlacht, die nie zu Ende gehen wird zwischen den Menschen und der Natur. Es werden immer weitere Viren kommen, immer weitere Seuchen kommen. Die WHO hat gesagt, dass seit 1970 bis heute 1500 neue Viren gekommen sind und im 21. Jahrhundert um ein Vielfaches mehr neue Krankheiten hervorgebracht werden. Und dann sagt er weiter, dass die Seuchen, die vorher örtlich gebunden waren, sind jetzt globalisiert worden. Sie verbreiten sich global. Darüber kann man viel detaillierter referieren. Das alles kann ich hier nicht zitieren. Aber wie ich gesagt habe, wir sollten noch mehr als früher eine Bindung mit Gott aufbauen
Möge Allah uns die Kraft dazu geben. Über das Coronavirus habe ich auch vorher schon bekannt gegeben und möchte dies wiederholen und daran erinnern, weil in der ganzen Welt dies sich verbreitet und auch hier dies sich verbreitet und die Regierung jetzt auch gezwungen ist, Maßnahmen zu ergreifen und harte Maßnahmen, große Maßnahmen zu ergreifen. Wenn diese Krankheiten kommen, dann nehmen sie jeden Menschen in ihren Griff. Deswegen sollte jeder vorsichtig sein. Sie sollten den Anweisungen der Regierung Folge leisten. Die älteren Menschen, kranke Menschen, Menschen, die chronisch krank sind oder die immungeschwächt sind, die ein schwaches Immunsystem haben, sollten sehr vorsichtig sein. Die älteren Menschen sollten ihre Häuser selten verlassen, und das hat die Regierung auch gesagt, außer wenn es ihnen wirklich gut geht und sie ein gutes Immunsystem haben, sollten sie zu Hause bleiben. Auch in der Moschee sollten sie vorsichtig sein und vorsichtig in die Moschee kommen. Auch die Freitagsansprachen, die Freitagsgebete sollten sie in ihren örtlichen Moscheen machen. Und so scheint es auch, dass viele heute auch in ihren Orten das Jumma verrichten. Außer wenn es eine Anweisung der Regierung gibt, dies nicht mehr tun zu dürfen, dass man auch sich beim Freitagsgebet nicht versammeln darf, wenn die Regierung dies anweist, ist das eine andere Sache. Frauen sollten nicht in die Moscheen kommen mit ihren Kindern. Und auch die Ärzte sagen, dass wir, um unser Immunsystem zu stärken, auch genügend ausschlafen sollten und darauf achten sollten, genügend auszuruhen, genügend auszuschlafen. Selbst, genauso wie auch Kinder, für einen Erwachsenen 6-7 Stunden und für Kinder 8-9-10 Stunden, darauf sollte man achten. Nicht, dass man nachts fernsieht und dann morgens nicht mehr beten kann und dann auch müde ist und dann arbeiten muss und so nicht ausgeschlafen ist und schwach wird und Stress hat und dann wird man schwach. Und das Immunsystem wird schwach und man ist leicht angreifbar für diese Krankheiten. Genauso sollten auch die Kinder früher schlafen gehen, früher aufwachen. 8-9 Stunden schlafen. Sie sollten auch aufpassen, draußen nicht zu essen. Auch dadurch werden Krankheiten verbreitet. Diese Fritten und ölige Sachen oder Dinge mit Konservierungsstoffen, die sind nicht gut für die Gesundheit. Man sollte darauf achten, davon Abstand zu nehmen. Auch das sind Dinge, die das Immunsystem schwächen. Die Ärzte sagen auch, dass sie viel Wasser trinken sollen. Jede Stunde sollten sie ein paar Schlücke trinken. Auch das sind Mittel, um sich vor Krankheiten zu schützen. Sie sollten auf die Handhygiene achten. Auch wenn Sie keine Desinfektionsmittel finden, sollten Sie Ihre Hände waschen ständig, wie ich auch gesagt hatte. 5-mal am Tag sollte man sowieso Wudu machen und so kann man sich auch sauber halten. Darauf sollte man Acht geben. Über das Niesen und Husten habe ich schon bekannt gegeben in den Moscheen, auch zu Hause, dass man ein Tuch davor halten sollte. Oder einige Ärzte sagen, die Armbeuge, damit die Tröpfchen nicht in die Atmosphäre gelangen. Hygiene ist sehr wichtig, darauf sollten alle achten. Aber das letzte Mittel, was wir haben, ist das Gebet, das Dua. Und wir sollten beten, dass Allah uns alle beschützt vor dem Übel dieses Virus. Beten Sie für alle Ahmadis, vor allem die infiziert sind auf irgendeine Art und Weise oder die Ärzte den Verdacht haben, dass sie Viren haben, dass sie infiziert sind.
oder irgendwie krank geworden sind, beten Sie für alle. Genauso. Wenn aus irgendeiner Krankheit, aus irgendeiner Immunschwäche, dass die Leute infiziert sind, beten Sie für alle, dass sie beschützt bleiben. Beten Sie für jeden Menschen, dass Allah die Welt vor dieser Seuche beschützt, bewahrt. Diejenigen, die krank sind, möge Allah ihnen Gesundheit gewähren. Und jeden Ahmadi Gesundheit gewähren und seinen Glauben stärken, seine Überzeugung stärken. Ihm die Kraft dazu geben. Amen. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ